Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und heute geht's um das Mall King 16002 aus der Novatown-Serie. Den Gita Shop, 2168 Teile inklusive Beleuchtung. Und ja, was kann ich sagen? Es ist zu 99,9% mal wieder ein Diebstahl-Set. Und zwar tauchte dieses Set unter dem Titel Car Wash bei LEGO Ideas im Dezember 2018 auf. Und das Ganze von niemand Geringeren als von Bricky Brick. Wer auf LEGO Ideas ein bisschen unterwegs ist, der hat diesen Namen sicher schon mal gehört. Zeichnet sich verantwortlich für das Pirates of Barracuda Bay, was momentan im Verkauf ist. Aktuell sind zwei Sets von ihm oder Einreichungen in Review, und zwar das Brick West Studio. Das war jetzt, glaube ich, die letzte Line im September oder so, oder die letzte Runde. Und The Bakery ist auch noch in Review. I don't know, das Set wird zum einen bei AliExpress verkauft, so um die 75 Euro. Und das gab es aber auch bei Modebricks mit Packung für 109 inklusive Karton. Gerade ist es, als ich jetzt eben geguckt habe, war es ausverkauft. Keine Ahnung, ob das wiederkommt. Ich habe das bei AliExpress bestellt. Das kommt dann in so einem wunderschönen Karton. Den stelle ich mal hier runter. Und eine Anleitung kommt dann auch dazu. Genau, schauen wir es uns mal, oder fangen wir erstmal mit dem Drumrum-Klimbim an, wie ich immer so schön sage. Das Ganze ist in vier Bauschritte aufgeteilt. Das bekommt man, wie bei Modebricks üblich, in solchen Tüten. Jeder Bauschritt ist eine Tüte, und dann gibt es immer noch eine Tüte dazu, wo so Dinge drin sind, die sich über die Bauschritte verteilen. Und dann gibt es noch so eine extra Tüte mit der Verkabelung und den Lichtern oder der Beleuchtung. Genau, jede Menge Ersatzteile und interessanterweise auch Teile, die in diesem Set gar nicht vorkommen. Ich bin tatsächlich wegen zwei, drei Teilen, die mir sehr komisch vorkamen, dass sowas übrig bleibt, diese Anleitung mehrfach durchgegangen, ob ich da irgendwas vergessen habe, aber scheint nicht so. Genau, die Anleitung ist super, so wie man das von Mall King auch von anderen Sets kennt. In meinem Fall ist da jetzt der Aufkleber von dem AliExpress-Händler mit drauf. Ja, immer rot markiert, was man gerade baut. Und keine Probleme. Auch die Verkabelung ist tatsächlich sehr gut beschrieben, wo die Kabel zu liegen haben. Dann gibt es Unmengen, also wirklich Unmengen kleiner Aufkleber. Also alles, was eigentlich an diesem Set zu sehen ist, sind Aufkleber. Und das fängt bei diesen kleinen Buchstaben hier, wie das Car Wash, also das Car, da nimmt man jeden einzelnen Tüttel. Das war tatsächlich mal wieder so ein Fall, wo ich meine Pinzette rausgeholt habe. Was ich jetzt nicht sehr oft tue bei Lego oder bei Bricks bauen. Genau, aber schauen wir es uns mal an. Es kommt ein kleines Auto dazu. Das ist nett gebaut. Erinnert mich irgendwie, muss ich zugeben, ich habe vom Dorschen das Review angeguckt. Erinnert mich, auch wie bei ihm, hat es mich sofort an Roger Rabbit erinnert. Keine Ahnung, ob es was damit zu tun hat. Die Jüngeren unter euch werden es vielleicht nicht kennen. Die Eltern wissen, dass es mal ein Zeichentrick-Realfilm war. Also ein Film mit Schauspielern und Zeichentrickfiguren. Das Auto ist nett. Das passt gut zu dem Haus. Schön bunt, schön, schön passt. Also gibt es auch nichts groß zu sagen. Ist nett gebaut. Die Reifen vielleicht typischerweise ein bisschen viel Profil für so ein Straßenauto. Und was man jetzt wahrscheinlich nicht sieht, aber ich stehe mal auf, vielleicht sieht man es doch. Manche der Teile haben hier am Kofferraumdeckel, sieht man es ein bisschen. Gerade die weißen Teile, da waren ein paar dabei, die so leichte schwarze Schlieren haben, die jetzt aber auch nicht weg
wegzupolieren sind oder so, sondern, oder polieren habe ich nicht probiert, aber jetzt mit einem, mit dem Finger oder mit einem Lappen ist da nichts zu machen. Genau. Es ist nicht weiter schlimm, aber ein paar Sachen waren dabei. Da musste man da ein bisschen umbauen, damit es nicht genau zu sehen ist. Dann drehen wir dieses Set mal. Wir haben hier den Carwash-Bereich. Wie gesagt, viele, viele kleine Futzelaufkleber. Eine tolle Palme, finde ich. Die wirkt schon fast von den Teilen her ein bisschen wie Playmobil. Aber keine Ahnung, ob es die Teile auch bei Lego gibt. Aber ich schätze mal. Ja, die für Häuser bekannte Laterne ist auch dabei. Gehen wir mal so rum. Ja, hier sieht man Treppe hoch. Auf der Rückseite ist bei mir, das gehört eigentlich ins Untergeschoss eingebaut. Das ist die Batteriebox für die Lichter. Aber ja, da kommen wir gleich zu den Lampen. Das wird noch spannend, wie ich das jetzt dann auseinanderkriege, obwohl die Lichter schon drin sind. Ich hatte schon überlegt, ob ich es erst normal baue, herzeige und dann nochmal mit Lichtern. Aber das werden wir jetzt schon irgendwie hinkriegen. So, hier hinten Bepflanzung, aber da ist dann auch Ende. Jetzt weiß ich gar nicht, sind da. Genau, hier sind auch Löcher, um das nächste Modular dran zu bauen. Und hier noch die Seite, da ist dann der Eingang in den Music Store. Auch diese kleinen Buchstaben, die tüttelt man da alle Stück für Stück, Brick für Brick, tüttelt man die da drauf. Das ist schon. Ah, ich sehe gerade, dass ich auch zwei Steine verwechselt habe oder falsch rum eingebaut habe. Und jetzt fällt die Gitarre ab, weil ich sie nicht richtig angebaut habe. Aber das können wir jetzt, da wir es einmal rumgegangen sind, würde ich die jetzt, glaube ich, eh abnehmen. Die ist richtig geil gebaut. Also das macht, das ist tatsächlich, ja, einfach schön gemacht. Dann an sich das ganze Set kommt nicht, wie man das von, oder jetzt sowas wie das Pangu-Set, was ich hatte oder so. Das fühlt sich nicht wie ein Mock an. Das fühlt sich tatsächlich wie ein absolut durchdachtes Set an. Da ist nichts, wo man, wo was wackelt, wo was beim Bauen nervt, weil es nicht genug verstärkt ist, sondern das wirkt wirklich wie ein Set, so wie man es aus den. Also das könnte tatsächlich einfach so, wie es ist, in der, vielleicht die Aufkleber sind ein Thema. Bei Lego in der Expert Creator Serie rauskommen und das würde nicht auffallen, tatsächlich. So, da es ein modulares Gebäude ist, können wir uns da durchgucken, aber da wird es jetzt eben spannend mit der Beleuchtung, die werde ich jetzt teilweise abnehmen müssen. Die Beleuchtung ist tatsächlich auch ein bisschen fusselig, weil da kriegt man die Einzelteile, wo man die unglaublich kleinen Stecker da reinkriegen muss, aber man kriegt schon hin. Aber ja, die Kabel sind lang genug. Schade ist, dass es eine Batteriebox ist. Wo ist sie jetzt? Da sind, kriege ich sie gerade auf, genau, da sind einfach dreifach A-Zellen drin. Leider eben kein USB-Anschluss, aber ja, da muss man sich wahrscheinlich den Lötkolben nehmen und sich ein bisschen mit beschäftigen, dann kriegt man das auch hin. So, jetzt nehmen wir hier mal das Dach ab und machen gleich mal die erste Lampe ab, damit wir da Stück für Stück nach vorne kommen. So, das sind so Vierer-Bricks, die unten die Lampen haben, die haben dann rechts und links Stecker. Versuche jetzt mal, ob ich den gerade rausbekomme, damit wir das schon mal abnehmen können. Genau, weil jetzt kann ich hier die Tür aufmachen, weil ich das nicht so verlegt habe wie in der Bauanleitung vorgesehen. Da kommen dann die nächsten Lämpchen. So hat man so Lichterschlangen. Und jetzt sollte ich eigentlich das auch abnehmen können und hier noch einmal Lämpchen abmachen und nochmal Lämpchen abmachen. Und jetzt sollte ich das eigentlich hier so rausziehen können, damit ich euch das zeigen kann.
So, genau. Dann versuchen wir das mal hier kurz abzustöcken, um es danach nie wieder reinzukriegen. So, genau. Also, vielleicht nochmal versuchen, das einmal näher in die Kamera zu zeigen. Hier ein normales Vierer-Brick und drunter ist dann, sind die LEDs und hier, das wird man jetzt nicht sehen, ist dann jeweils ein kleiner Stecker, an dem man rumfusseln kann. So, hier ist jetzt noch was drin, das nehmen wir jetzt auch noch ab. Genau, die Laterne ist auch beleuchtet. Das ist tatsächlich über die Bodenplatte da unten rein verlegt. Das kommt gleich in den ersten Bauabschnitten. Und so, jetzt wird es spannend, weil was krass ist, oder das Einzige, was wirklich nervt an diesem Set ist, es sind Unmengen 2x2 Fliesen, die da als LPs fungieren und die alle lose da drin rum wackeln. Noch sieht man die, da kippen sie. Genau, ich drehe das jetzt mal, da kommt dann eine Tonne solche Dinger raus, aber dann kann ich euch mal das Innenleben zeigen. Nein? So, das ist da so. Einfach mal das, was an, ja, was der Music Store an Vinyl auf Lager hat. Da ist noch eine, zwei, so, eine ist auch auf den Boden gefallen. Die werden wir wiederfinden. So, jetzt fällt die Palme ab, weil die ist auch tatsächlich nur mit einem so einem Round Brick. Aber wenn steht, ist es kein Problem. Aber wenn man es kippt, dann fällt es halt mehr ab. Ich nehme die jetzt mehr ab, weil dann kann ich euch mal die Einrichtung zeigen. Und zwar. Hier geht man, wie gesagt, ist der Eingang. In der Ecke kleiner Tisch mit Viertelherzform, kleiner Wartebereich und hier ein kleiner Schaufensterbereich mit einem Saxophon. Überall alles diese Vinylscheibenaufkleber sind leider alle gedruckt, obwohl es das eigentlich. Ja, eigentlich auch von Malkin, glaube ich, in anderen Sets oder zumindest von Klingbau in anderen Sets bedruckt gibt. Weiß nicht, wieso sie es da auf Aufkleber gemacht haben. Dann eine schöne Gitarre. Die sind tatsächlich toll bedruckt. Die sind bedruckt. Ja, sehen cool aus. Mei, dann Plattenregale, eine Kasse haben wir hier. Genau, einmal so Kasse. Auch der Stern neben der Kasse ist bedruckt, ist ein Aufkleber, obwohl es die auch definitiv von Herstellern bedruckt gibt. Ja, aber das ist tatsächlich einfach auch wieder schön gefliest, alles gefliest. Schöne Treppe da hoch, das ist. Im Prinzip das Gussteil, die Gussteiltreppe um eins erweitert. Dahinter ist hinter der Treppe, was man nicht schwer sieht, ist nochmal ein Plattenregal, wenn man drunter stehen würde. Genau. Ja, viele Plattenregale. Dann geht es ein. Also, und hier haben wir natürlich noch die Car Wash. Die Car Wash ist eigentlich ziemlich reduziert. Das ist dieser Schlauch mit einem großen Waschbecken und einem Hinweisschild. Das war es eigentlich mit dem Car Wash. Keine Ahnung, ob das in USA so ist. Ja, nochmal von hinten. Genau, die Scheiben, also die Fensterscheiben sind im Prinzip perfekt alle. Die sind auch alle eins, also nicht alle, sondern jeweils in einer eigenen Tüte verpackt, diese vier großen Teile und auch die ganzen 1x1 und 1x2 waren in der eigenen Tüte. Also alles, was an transparenten Teilen da ist, super. Also wirklich gar keine Schlieren oder Kratzer oder irgendwas, sondern vom Feinsten. Genau, dann kommen wir ein Stockwerk höher. Da ist ungefähr das gleiche Problem wie unten. Dass auch nochmal ein Plattenregal da ist. Mal schauen, wie viele jetzt rausfallen. Hier ist dieses Plattenregal in der Ecke. Daneben ein Plattenspieler, der auch schön gebaut ist.
In der anderen Richtung haben wir auch nochmal eine kleine Pflanze. Ne, die sieht man jetzt nicht, die hat man gerade gesehen. Immer diese spiegelverkehrt in den Monitor gucken. So, hier haben wir die Pflanze neben dem Regal. Dann hier zwei Plattenspieler eingebaut. Und nochmal so rum. Genau, hier kann man dann auf die Dachterrasse, wenn man so will. Hier steckt dann die Gitarre drin. Das bauen wir nachher nochmal zusammen. Und genau, hier ist dann noch das Loch, wo man praktisch von unten die Treppe hochkommt. Von unten super stabil, eine wunderschöne Farbe. aber finde ich, passt super zu dem Set. Genau. Dann das Wash ist gebaut aus Bricks, auch sehr schön. Und das K ist tatsächlich wieder Aufkleber tütteln und wirklich tütteln. Also krass kleine Aufkleber. Dann geht es noch einen Stock höher. Da kommt man nur über die Dachterrasse und dann diese auch nett gebaute Wendeltreppe, die ist über die Roboterarme so zusammengesetzt. Kennt man auch vom American Diner, glaube ich. Ja, American Diner hat das auch. Ich zeige es euch nochmal. Genau, so eine Wendeltreppe da hoch. Auch die Türen, alle waren in einer eigenen Tüte und halten auch gut. Also wirklich alles, was transparent ist. Vom Feinsten, die Fliesen selbst, so schwarze oder überhaupt alle, sind ja einfach nicht so hochglänzend wie bei Lego, sondern schon leichte Schlieren. Genau. Dann haben wir hier oben noch ein Büro. Da ist auch so ein Plattenstapel, eine nett gebaute Stehlampe. Und noch eine Fliese mit Tonbandaufkleber. Von der Größe her könnte es auch VHS sein. In der Ecke, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, hängt nochmal so eine Gitarre. Davor der Eingang auf die nächste Dachterrasse und vorne ein bisschen Blumen. Und hinten gibt es noch eine Klimaanlage oder eine große Lüftung. Ja, was haben wir hier noch? Einen kleinen Schrank steht noch, weiß nicht, ob man den jetzt sieht, unter dem Ventilator steht noch eine ganz kleine Schrank, kleiner Schrank. Ja, also im Ganzen liebevolle Details. Ich baue es jetzt mal kurz zusammen. Hoffe, dass ich es hinkriege in einer akzeptablen Zeit. So, hier hängt es jetzt. So auch immer, so Deckel drauf. Ne, hier gehört der Deckel drauf. Na. Jetzt muss ich kurz nachkommen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie er drauf gehört. Okay, die Biegung gehört nach vorne, so gehört es drauf. So. Und dann versuchen wir schnell die Gitarre wieder hinzupriemeln. Um es zum Fazit zumindest wieder ein bisschen herzeigen zu können. Ich habe es jetzt mal nur an einer Brick festgemacht. Mal schauen, wie das hält. So, Licht kann ich jetzt nicht mehr anmachen. Das schiebe ich mal schnell zur Seite hier. Für mich tatsächlich dieses Jahr so mein Highlight-Set, weil es eben sich überhaupt nicht wie, ja, das Set ist von vorn bis hinten durchdacht, und als musikbegeisterter Mensch, ja, ist es einfach wunderschön und es rangiert bei mir schon auf jeden Fall in den Top 2, 3, was ich dieses Jahr gebaut habe. Für die 75 €, klar, wie gesagt, ziemlich sicher Diebstahl. Ist das ein super geiles Set. Ob ich jetzt die Beleuchtung in der Art gebraucht hätte, weiß ich nicht. Also besonders, weil es eben batteriebetrieben ist und nicht USB-betrieben.
Aber es macht Spaß. Also wenn es dann, ich habe es jetzt im Wohnzimmer stehen gehabt, abends beleuchtet, das ist dann schon schön, wenn man hinschaut und das leuchtet, macht Spaß. Gute Steine, kein USB-Anschluss, vier Bauschritte. Genau, Bauschritte finde ich auch immer gut, wenn bei solchen Mengen von über 2000 Teilen, wenn das schön unterteilt ist und man nicht diesen mehr Memory spielen muss als bauen. Negativ definitiv die vielen Unmengen kleinen Futzeln Aufkleber und besonders eben bei solchen Teilen, die es definitiv bedruckt gibt, genauso wie die Vinylscheiben. Und mich nervt natürlich diese, wie immer, die unmengenlosen Teile, die da drin rumfliegen, dass man, wenn man es hochhebt und von A nach B trägt, alles da durchfällt. Das vom Stil her, glaube ich, sehr passend ist, zeige ich es einfach mal auch von der Größenordnung nochmal neben meinem anderen lieben Set, dem Deiner, weil die zwei zusammen, da hat man auf jeden Fall mal einen schönen Anfang für seinen Ocean Drive, South Beach. Und was sagt ihr zu den ganzen Diebstahlen? Also langsam, ich merke so ein bisschen in den YouTube-Kommentaren, wo auch wirklich ich mich bedanke, dass immer wieder mal Input von Leuten kommt, die einfach einen Plan drüber haben, die da auch mal sagen, wer da wieder abgezockt wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man von Malking und so weiter eigentlich, wenn man es ernst nimmt, de facto nichts kaufen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es doch irgendwo geklaut wurde, relativ hoch ist. Klar, sowas wie Bluebricks, die versuchen dann irgendwo zumindest noch eine Einigung zu finden mit den Designern und da ein bisschen Geld abzuführen. Aber ja, so wie es klingt, dann auch immer erst, wenn die Asiaten wieder was verbockt haben, springen dann, oder auch Thorsten, der dann versucht, wie bei dem Kaderset oder ähnlichen, da zu vermitteln. Geil ist das alles nicht. Für mich als Konsument, puh, ja, der Designer ist natürlich schade, aber ansonsten bin ich da relativ schmerzfrei. Muss aber jeder für sich entscheiden. Lasst einen Daumen da, schreibt eure Meinung zu dem Set, zu Knallebunt oder besonders das Auto. Roger Rabbit lässt grüßen. Oder ist es auch ein Set, das bei euch neben dem Diner stehen wird? Ja, das war der Donnergurgel für heute. Habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.